Landwirtin zu sein, das ist für Inken Burmeester aus Siebenbäumen im Kreis Stormarn der schönste Beruf. In ein paar Jahren wird die Schweinezüchterin den Hof ihres Vaters übernehmen. Wann genau, da wollen sich beide nicht festlegen. Zu unsicher ist ihnen die derzeitige Situation in der schleswig-holsteinischen Landwirtschaft. Die Produkte werden weiterhin so in der Form, wie wir sie jetzt haben, in den Regalen stehen. Nur dann halt nicht mehr aus Deutschland, sondern aus anderen Ländern, die das weiterhin so produzieren. Und deswegen finde ich, dass wir das einfach sichern sollten, dass wir die Betriebe hier sichern sollten, damit wir weiterhin Landwirtschaft betreiben können. Die Burmeesters sind ein mittelgroßer Familienbetrieb. Sie kümmern sich um 1400 Mastschweine, 170 Sauen und 800 Ferkel. Die Bürokratie dafür sei so aufwendig wie noch nie, sagen sie. Vom Ankauf über Impfungen, Verkäufe und produzierte Gülle. Immer mehr Zeit geht für den Papierkram drauf. Wir haben Sauenhaltung, wir haben Schweinemast, wir haben Ackerbau. Und das muss alles irgendwie aufgeschrieben werden, dokumentiert werden. Und die Summe macht es einfach nachher. Zu Bürokratie und fehlender Planungssicherheit gesellt sich ein immer negativeres Bild in der Öffentlichkeit, beklagen viele Landwirte. Und auch die Unterstützung des Handels könnte besser aussehen. Den Mehrerlös, den wir fordern, das können wir nicht komplett auf den Verbraucher abwälzen. Da ist der Handel gefordert, inwieweit wir da eine konkrete Lösung finden. Wir könnten die Initiative Tierwohl weiterhin ausbauen, mehr Betriebe mit einbeziehen, das auch vielleicht alles regional auslegen, das Kantinenessen etc., dass man da vielleicht einfach einen anderen Lösungsansatz findet, um uns Landwirten hier das Einkommen zu sichern. Glaubt man den Landwirten, dann befindet sich die Landwirtschaft in Schleswig-Holstein am Scheideweg. Gefunden werden muss aus ihrer Sicht jetzt eine Richtung, in der es weitergehen soll und weitergehen kann.